Hallo und herzlich willkommen bei Isoware Live. Hallo. Letzte Woche waren wir oberste Geschossdecke, heute sind wir ein Stock tiefer gewesen. Was sehen wir heute? Ja, heute gehen wir in den Innenausbau und zwar speziell die Dämmmaßnahmen unterm Estrich. Ja, und da kommt schon ein wenig was auf uns zu, Genau, das ist ein wie ihr besonderes gleich Thema. sehen werdet. Vorab als erstes, wie oft haben wir es vergessen? Ich denke oft genug. Also chatten, wir sagen immer, wenn die Sendung fertig ist, der Chat ist noch eine halbe Stunde offen. Natürlich ist er von Anfang an offen, also ihr könnt gleich loslegen. Genau. So wie Güven jetzt. Genau. Jetzt habe ich mich rausgebracht. Nee. Also zuerst ganz wichtig bei dem ganzen Thema, was wir natürlich jetzt hier angehen, ist ganz oft vergessen oder vernachlässigt das Thema Trittschall. Das bedeutet, wenn jemand neu baut oder halt modernisiert, ist das ein Thema, das ganz, ganz oft meistens hinten runterfällt. Aber es ist eine der ersten Maßnahmen, die ich sofort immer merke, wenn ich in einem Haus wohne, ist der Akustik soweit okay oder nicht. Also das ist eine ganz markante Sache. Das größte Problem ist eigentlich, wenn man selber baut und vermietet dann. Und erst dann merkt man dann wirklich extrem, so kann man zum Kind sagen, sei mal ein bisschen leise oder so, aber wenn das vermietet ist und die Stühle werden gerückt oder wirklich mit Stöckelschuhen rumgelaufen, das sind extreme Geräusche, wo dann wirklich nerven können. Und das Genau. wird unterschätzt. Genau. Und um das zu vermeiden, haben wir praktisch diese Sendung sozusagen ausgedacht. Okay. Also wir gehen aus von einer Betondecke. Wie ihr seht, also ganz normal. Ohne Störung, genau. Ohne Störung. Störung, wenn der meint der Güven mit, also wie wir hier schön sehen können, vor der Heizung, also davor in der Rücklauf. Genau. Und das ist meistens so, dass natürlich im Altbau sozusagen diese Rohre ja schon bestehen und auf der oberen Decke dann schon befestigt sind. Es gibt manchmal natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen im Neubau darauf zu achten, dass der Heizungsinstallateur praktisch die Rohre nicht direkt auf die Rohdecke montiert. Am besten wirklich mit einer entsprechenden Dämmung schon versieht. Oder, Peter, ich halte es mal ganz Ja, kurz hoch, wenn es geht, auch im Altbau, kurz die Leitung, wenn es geht, noch anheben. Jetzt seht ihr zum Beispiel, dass eine leicht akustische Entkopplung vom Boden ist. Das bedeutet, auch Fließgeräusche durch die Leitungen werden jetzt nicht mehr an die Decke übertragen oder auf jeden Fall um das reduziert. besser zu zeigen. Und jetzt hört man ganz deutlich. Genau. Das bedeutet, hier ist es wirklich besser, konsequent dann zu gucken, dass man dann hier so weit wie möglich dann diesen akustischen Entkopplung sozusagen vorantreibt. Okay. Es gibt natürlich einen Unterschied übrigens, ob ich natürlich solche Leitungen habe oder nicht habe. Idealerweise sind die natürlich an irgendeiner Kellerdecke verlegt, die ich dann nachträglich wunderbar dämmen kann nach NF. Und ich habe praktisch einen ungestörten Boden. Dann ist natürlich das Verlegen relativ einfach, aber da gibt es was zu beachten. Ja, also das heißt, von der Verlegung her muss ich darauf achten, ob eine Unebenheit vorhanden ist, also oder Einen wie Höhenausgleich zu hier. machen ist oder so. Ja, Genau. also von der Verlegung her muss ich die dann anders wählen. So muss man das dann verstehen. Genau, also prinzipiell gilt, wenn ich keinen Höhenausgleich machen muss, ist sozusagen die Trittschalldämmung die weichere Platte nach unten anzuordnen und die festere nach oben. Muss ich aber jetzt hier so einen Höhenausgleich machen, dann dreht sich das Ganze, sodass ich wirklich erst mit der festeren Platte den Höhenausgleich mache und Also den. eine ebene Oberfläche. Genau, und darauf kommt dann der Trittschall und darauf dann der Estrich. Okay, also würde ich sagen, gehen wir erstmal über, stellen mal all die Produkte, was wir für heute benötigen, vor, weil es ist wirklich eine größere Geschichte, muss man schon sagen. Nicht einfach, es gibt Nassestrich, Trockenestrich, es gibt Großasphalt. Gussasphalt, also es gibt mehrere Komponenten, wo dementsprechend auch gedämmt werden muss. Und so wie der Güven schon sagte, also einmal gedreht und umgedreht. Also Genau. deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir mal an mit der Produktvorstellung. Gut, was wir als erstes haben, zum Beispiel zum Höhenausgleich zu machen und wenn auch noch die Wärmedämmung im Vordergrund steht, ist zum Beispiel hier mit so einer entsprechenden Styrodur 2500C. Mit der kann ich relativ gut, weil die sehr druckfest ist, praktisch so einen Höhenausgleich herstellen. Und vor allem auch wärmeleitgruppentechnisch mit 0,33 eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Genau. Die Verarbeitung. Relativ easy, zeigen wir dann noch gleich vom Zuschneiden her, aber doch ein Unterschied gegenüber von unserer Mineralwolle. Genau. Mineral- oder Steinwolle. Genau. Des Weiteren gibt es auch so sogenannte Estrich-Randdämmstreifen. Das bedeutet, die gibt es natürlich auch schon fix und fertig zu kaufen. René kommt gerade mal ein Stückchen näher. Also man sieht, hinten ist das schon so zentimeterweise eingeschnitten. Das heißt, später, wenn der Streifen so hochkant an der Wand steht und die oberste Kante ist erreicht, also das heißt, vom Estrich kann ich dann einfach entlang wegreißen, also ich brauche nicht zu schneiden. Genau, aber Wofür? das bitte erst übrigens am Ende des fix und fertigen Oberbelags. Also wenn jemand noch fließen auf seinen Estrich draufkommt und erst nach dem Auswugen sozusagen erst dieses Ding hier schneiden, nicht vorher.
zum Fixieren an die Wand ist dort hinten noch ein Klebestreifen also mit aufgebracht. Und für was das Foliestück ist, zeigen wir dann noch am Schluss der Sendung. Genau. Das ist am einfachsten und am verständlichsten. Genau. Das sind zum Beispiel jetzt Konstruktionen, wo der Wärmeschutz im Vordergrund steht und ich habe keine Anforderung an den Brandschutz. Geht es natürlich jetzt im Bereich des Brandschutzes, brauche ich prinzipiell Produkte, die nicht brennen können. Und das wäre zum Beispiel dann ein Randdämmstreifen hier aus Mineralwolle, praktisch eine Glaswolle. Man erkennt es an der Farbe. Das bedeutet, das ist ein Produkt, das ist unser Akustik ES1. Entsprechend in der Dicke von einem Zentimeter, 10 Zentimeter hoch. Da gibt es dann eine praktische Großpackung mit knapp 135 Metern als Gesamtinhalt. Ja, also reicht locker, um eine ganze Wohnung zu machen. Genau. Von dem Haus her wird es ein bisschen knapp, aber 135 laufende Meter, das ist schon was. Genau. Und wie man mit denen arbeitet, sehen wir dann auch gleich. Ja. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Produkten, sozusagen, die dann die Dämmung überhaupt hinbringen. Wie man gerade mal kurze Frontale, René, gehen wir mal davon aus, seht ihr auch schon von Gelb. Gelb ist so unsere Glaswolle und die grüne unsere Steinwolle. Da sehen wir eigentlich vier verschiedene Produkte und ich würde sagen, Güven, wir fangen mit dem ersten, mit der Glaswolle an. Genau, also man kann schon unschwer erkennen, dass zum Beispiel hier natürlich ein sehr gutes Lambda da ist mit 0,32 in der Brennstoffklasse A1. Ganz wichtig ist auch, ich weiß nicht, René, wenn du gerade mal hier unten drauf zeigst, ist der blaue Engel. Auf den sind wir natürlich besonders stolz. Scharf und stolz, auch so. Weil einfach das da hier wirklich ein Signal ist, dass alle Produkte, die bei uns in der Innenanwendung sind, wirklich alle keine Schadstoffe in den Innenraum emittieren. Das bedeutet, auf den, da muss man sich schon anstrengen, um den zu bekommen. Okay. Gut. Und die Platte selber, ja, genau. Ist der Abmaße, wie immer, 1,25, 2,5 breit, 30 mm dick. Und wie man schön sehen kann, doch ein wenig weich, sagen wir mal. Aber also an der Ecke sieht man es am deutlichsten. Ja. Also das Produkt ist sozusagen für den, sagen wir mal, normalen Hausbau und Wohnungsbau eigentlich vollkommen ausreichend, wenn ich dann wirklich Flure, Balkone, Wohnzimmer und sonst was mache. Das heißt, das ist sozusagen das Optimum zwischen der maximalen Trittschalldämmung und Dämpfung und gleichzeitig natürlich auch der Lastaufnahme. In der Regel wird das über die Kilonewton pro Quadratmeter beschrieben. Das bedeutet, alle Lasten, die im normalen Wohnungsbau kommen, sind mit der Platte erschlagen. Wie ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich will auf Nummer sicher gehen und ich lege sie doppellagig, ist eigentlich machbar, oder? Dämmtechnisch kein Problem. Für den Schall ist es eher nachträglich, weil die Platte hat ja eine Zusammendrückbarkeit. Das bedeutet, lege ich die hier zweilagig, dann erkennt man hier auf der Seite ja ein bisschen diese Walzenabdrücke, diese Noppen. Und jetzt kommt es darauf an, im Endeffekt, wenn die Noppen hier übereinander sind oder hier so aneinander vorbeirutschen, rutscht praktisch die Platte auch runter. Also das heißt, die Dicke würde minimiert werden? Genau, und das ist sozusagen nicht erlaubt. Ich darf nicht mehr als, sage ich jetzt mal, einen Zentimeter Zusammendrückbarkeit haben. Das ist absolut tabu. Wenn ich das im Vorfeld schon weiß, dann muss ich gucken, dass ich den Nassestrich sogar 5 mm größer mache. Deswegen eigentlich noch die anderen Produkte mit. Also das heißt, ich muss immer irgendwie komponieren. Genau. Kombinieren. Also 1:3 oder 1:5. Genau. Je nach Verkehrslast. Gut, dann kommen wir zu der Akustik EP2. Das ist eine entsprechende Platte, die ist 0,35, aber eine Steinwolle, wie gesagt. Und der Peter zeigt es euch mal gerade, auch von dem Produkt her. Wie man auch hier sehen kann, also in dem Paket beinhalte also mehr als das Doppelte wie in EP2. Warum? Die Platte ist von sich aus fester, vom Gewicht her höher, also auch vom Gebinde her, sage ich mal, kleiner gefasst, weil es muss ja noch tragbar sein. Also ich muss es im zweiten, dritten, vierten Stock tragen und da darf das jetzt keine 30, 40 Kilo wiegen. Genau, da wird die BG dann nicht mitmachen sowieso. Ja. Und das Kreuz. Aber auch hier, wie gesagt, der blaue Engel. Die nächste Platte ist sozusagen die EP3. Das ist, sagen wir mal, unser Brett. Ja, das ist wie ein Holzbrett im Endeffekt. Das kann man fast vergleichen, also mit der Styrodur-Platte, mit der 2500C. Ja. Auch vom, wirklich, ich zeige es dann nachher nochmal, da stelle ich mich wirklich, wirklich mit dem vollen Gewicht drauf und ihr seht, dass sich hier eigentlich nichts zusammendrückt. Genau, und das Produkt selber ist natürlich wunderbar geeignet, zum Beispiel jetzt hier unter Trockenestrichen, wenn ich dann zum Beispiel von Rigips was verwende. Oder halt zum Beispiel halt auch als Höhenausgleich anstatt dem Styrodur, wenn ich Brandschutzanforderungen habe. Verrat nicht alles, das wollen wir ja noch in der nächsten Sendung zeigen. Das kommt ja, man darf ja noch Appetit machen. Okay, als letztes kommt noch unser EP5. Genau. Wie man jetzt sehen kann, im Paket auch wieder etwas mehr gegenüber von der EP2 oder EP3, aber doch nicht so viel wie in der EP1.
Also auch vom Gewicht her, von der Platte her, so zwischendrin, sage ich mal. Und genau. Vom Gewicht her auch wieder so gefasst, dass es gut handelbar ist. Also die Platte selber nimmt jetzt nicht so viel auf wie die EP2 und die EP3. Aber für den Wohnungsbau absolut geeignet und speziell für die kleinen Räume, die man zum Beispiel jetzt Gäste-WCs oder Speisekammern oder kleine Bäder, eignet sich das. Weil nämlich die also EP1... Die dürfte ich dafür nicht nehmen. Ja, wird nicht empfohlen, weil einfach dafür die Platte zu weich ist. Habe ich praktisch ein kleines Zimmer und ich hätte eine Estrichplatte drauf und ich würde sozusagen theoretisch an die Ecke stehen, dann würde ich merken, dass die Platte, die gesamte Estrichplatte leicht sich bewegt. Also ihr müsst euch vorstellen, wie eine große Fliese und ich würde auf die Ecke gehen und diese wird sich bewegen. Genau, dafür ist die Produkte sozusagen die EP1 zu weich, dafür braucht man dann die EP5. Hat aber fast die gleichen Schalldämmwerte wie sozusagen die entsprechende EP1. Also die beiden in Kombination. Für kleine Räume die, für größere Räume das. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal von der Anfang genug geredet. Jetzt lassen wir mal Taten sprechen. Genau. Als allererstes möchte ich euch an der Stüradur zeigen, wie es geschnitten wird. Also bis so Maß, bis 30, 40 mm ist es noch mit dem Messer handelbar. Also selbst Cuttermesser, ich zeige euch, man kann es auch nur mit dem normalen Dämmstoffmesser schneiden. Hier zum Einsatz kommt dann wieder unser Fastcut. Ich kann es ja vom Anschlag her Breite einstellen. Wir fahren gerade mal rüber, möchte ich dir gerade mal zeigen. Also einfacher ist es, René, von der Verlegung her, damit man wirklich aus der Dachschräge herauskommt, ist es einfacher, ich schneide mir zuerst die hinteren Platten zu, für zwischen die Rohren, die Stücker, und dann kann ich endlos meine Platten in dem Raum verlegen. Genau, einfach wirklich die schwierigen Ecken zuerst weg, dass man nachher die große Fläche machen kann. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit hier gebückt arbeiten. Gut. Okay. So, Güven, was fehlt denn jetzt eigentlich? Eigentlich fehlt meine Schneidunterlage, oder? Ja, wenn du damit mit einem Schneid durchkommen würdest, ja. Also das Styrodur ist von sich aus dann wirklich, ich kann es im Endeffekt, so wie ihr das hier seht, nur anritzen. Und der Güven zeigt euch dann, wie es weitergeht. Genau, René, wenn du gerade mal näher kommst, man sieht jetzt, der Peter hat es eigentlich angeritzt. Ich versuche es mal ein bisschen aufzudrücken. So, und nach dem Anritzen einfach kurz brechen. Die Kante ist eigentlich relativ sauber. Und dann kann ich das Ding, nee, das ist die Platte, die ich brauche. Das ist praktisch dann das, was ich direkt dann hier verlegen kann. Das bedeutet, anlegen, ansetzen und ich habe dann wirklich eine druckfeste, saubere Oberfläche. Schneid mir, wie gesagt, auch die kleinen Streifen dann direkt zu und hab das dann. Okay. Aber wir wollen jetzt heute nicht Styrodur zeigen, sondern wir zeigen praktisch die Verarbeitung mit unserer Estrichplatte. Wir gehen vom erhöhten Brandschutz aus, oder? Genau. Zumal das da hier natürlich akustisch jetzt nicht so viel aufnimmt, wie jetzt unsere Estrich. Das bedeutet, mit der EP3 kann man zusätzlich nochmal das, was die EP1 kann, verstärken. So, beim Schneiden, das Messer, die Platte ist wirklich so fest, dass ich es nicht auf einmal schaffe, hindurch zu schneiden, dann schneide ich ganz einfach zweimal und selbst da ist die Platte dann souverän durchgeschnitten. Genau. Und ich nehme gerade die Platte und setze sie gerade, wie gezeigt, auch an. Das bedeutet, schön in die Ecke, sauber anlegen und fertig. Gut, hier ist es das Reststück. Das setzen wir direkt hier an. Das bedeutet hier auch bitte nichts verschwenden, sondern wir arbeiten praktisch immer durch und den Reststück setzen wir immer neu an. Aber wie gerade eben gesagt, wollen wir erstmal unsere sozusagen Problemstelle hier unter der Schräge in den Griff kriegen. Ja, und wie ein guter Koch, wie immer, gut vorbereitet, haben wir schon diese Platten. Genau. So. Beim Verlegen auch bitte darauf achten, dass immer wieder das Gleiche, also wirklich Platte an Platte und so gut wie möglich die Fugen zusammengeschoben werden. Genau. Also am besten wirklich versuchen, die Platten jetzt nicht irgendwie auf eine Fugen stehen zu lassen, sondern wirklich satt schön ansetzen. Ja. Und die kleinen Elemente hast du auch schon geschnitten. Danke. Ja. Heute sind wir von der schnellen Sorte. So. Und jetzt haben wir praktisch schon diese Ecke praktisch aus dem Kreuz, sage ich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes und können dann mit den großen Platten arbeiten. Gut. Danke. Ihr seht, wieder zu zweit
und der Güven, das ist eigentlich schon drin. Das werdet ihr jetzt eigentlich schon die ganze Zeit sehen. Man tritt immer so etwas gegen die Platte. Das ist wirklich beim Verlegen in einem drin, damit die Fugen, so wie er dann dran dreht, wirklich optimal aneinander stoßen. Ich hatte schon auch bei der letzten Sendung gesagt, so eine offene Fuge von einem Millimeter gibt es ungefähr eine Minderung des Dämmwerts um 4,8-fache. Also das bedeutet, hier reduziere ich wirklich auch die Dämmleistung. Wie gesagt, wenn ich dann weiterarbeite, den Reststück direkt hier wieder neu ansetzen. Und das sieht man auch schön im Versatz, dass wir wirklich einen großzügigen also Versatz... Also hier wäre jetzt praktisch die nächste Platte. Ja. Super. So. Das hintere Stück. Jawohl, danke. Und die Verlegung geht eigentlich relativ schnell. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier wirklich auch die Kombination machen möchte, dass ich Wärmedämmung und Trittschall kombinieren möchte, dann wirklich auf die EP3 in Kombination mit EP1 zurückgreifen. So wie wir es jetzt euch heute zeigen. So, danke Peter. Okay, nächster Schritt ist, was wir jetzt zeigen, bitte darauf achten, den Rand estrisch ran dem Streifen zu setzen. Genau. Dabei, ein kleiner Tipp, Zeigstrahl und Güven, bitte nicht in der Ecke stoßen. Also nicht hier praktisch die Platte hier, sondern den Rand dem Streifen hier mit dem anderen stoßen lassen. Es besteht dann die Gefahr, dass ich hier offenen Fugen habe und hier mir natürlich Mörtel reinlaufen könnte, wenn ich die Folie nicht sauber anschließe. Wie lösen wir das ganz einfach? Einfach ein wenig rumziehen. Genau. Hier knicken, möglichst keine offenen Fugen lassen und die kann ich dann sofort praktisch auch hier verlegen. Sobald ich nur mit der Estrichdämmplatte komme als solche, ist die dann soweit eigentlich fixiert. Zur Sicherheit, wenn ich mir nicht sicher bin und ich möchte erstmal die gesamte Wohnung sozusagen mit Rand dem Streifen auslegen, kann ich das natürlich auch mit Double Fit entsprechend schon mal fixieren. Ja. Gut. Jetzt kommen wir schon an den nächsten Schritt. Also das heißt, die Platten legen und jetzt werdet ihr gleich sehen, wieder wie wir vor 14 Tagen oberste Geschossdecke gezeigt haben. Güven zeigt gerade mal, wie man es bitte nicht macht, weil die Platten sind ja gleich breit. Und ich werde praktisch Fuge auf Fuge verlegen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel so einen Stoß. Wenn ich jetzt die hier verlege, dann wird man hier zum Beispiel sehen, dass ich wieder hier eine offene Fuge hätte. Um das zu vermeiden, einfach quer arbeiten. Ja. Und so habe ich eine optimale Fugeüberdeckung. Genau. Und die nächste anlegen. Man erkennt auch hier wunderbar, wie gesagt, die Rohre sind jetzt alle Höhen ausgeglichen. Man kann da jetzt ohne Probleme auch direkt drüber dämmen. So, die nächste müssen wir schneiden. Genau, auch hier wieder den Versatz machen. Hier kannst du noch einen Streifen setzen. Dankeschön. Da ist es auch nicht so wichtig, einfach... Vorteil, hier brauche ich keine Schneidunterlage mehr zu nehmen. Ich kann einfach auf dem anderen Dämmstoff schon zuschneiden. Und jetzt sieht man auch schon vom Schneiden her einen Schnitt. Die Platte ist etwas weicher und sie ist genau durchgeschnitten. So, und ich habe wie gesagt immer meinen Versatz garantiert. Gut, eine ganze Platte. Dankeschön. Kannst du noch mal halbe? Ja, die halbe mach. Hierher, dass ja, einfach optisch gut aussieht. Also normalerweise wird man jetzt mit einer ganzen weiterarbeiten. Gut. Und dann hier wieder eine ganze. Immer wieder im Versatz. Genau. Aber Güven, wie ich sehe, kleine Fuge entstehen jetzt hier oben doch, oder? Ja, also an ein paar Stellen. Gehst du gerade mal ein bisschen bei, René, bitte? Also hier sieht man es gerade. Wenn du gerade mal hierher kommst. Hier oder hier. Das bedeutet, man kann zwar versuchen, immer wieder anzudrücken, aber die Platte wird selber sich, weil sie nicht hundertprozentig im Winkel ist, sozusagen hier eine offene Fuge bilden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel keine Folie drüber ziehen würde, dann würde ein Nassestrich sozusagen hier durchlaufen und könnte den Kontakt natürlich zur unteren Decke wiederherstellen. Und das wäre natürlich eine massive Schallbrücke, die wir als solche nicht haben dürfen. Ja, aber das zeigen wir nochmal ganz zum Schluss, wenn wir dann von den Rand dem Streifen von Exporit zeigen. Halbes Stück erst. Halbes Stück? Hier. Jawohl. Ah ja, genau.
Okay. So. Hopp, verkehrt rum. Verkehrt rum. Ein Fehler. So. Das bedeutet wirklich sauber anarbeiten. Hier, wenn ihr mit dem Fuß dagegen schlägt, ein bisschen aufpassen, dass ihr dann die Platte, die ist ja weicher, nicht ganz so kaputt staucht, sage ich jetzt mal, sondern wirklich schön. Aber ich denke, das Gefühl bekommt man dann schon mit der Zeit, wenn man mal ein paar Quadratmeter verlegt hat. Genau. Also man sieht auch, ich laufe hier auf der Platte. Der Peter wollte ja noch auf so eine Ecke stehen, um euch zu zeigen, wie das dann Ganze noch aussieht. Von der Druckfestigkeit, also die kann man jetzt vergleichen. Normal, René geht ein Stückchen zurück. Wirklich ein Fuß auf einen Fuß und ihr seht, also da drückt sich nichts zusammen. Güben möchtest du mal? Nee, Blödsinn. Das war mal. Ich war mal, bei 100 Kilo war ich mal, das ist durch. Die Zeit ist hin. Ah, vielleicht komme ich demnächst hin. Ja, hätte ich halt nicht aufgehört zu rauchen, gell? Ja. Ist aber schon besser. Erlaub. Und ihr seht jetzt, wie schnell man sozusagen so eine Fläche auch gedämmt hat, wenn man sozusagen sich die Vorarbeiten gemacht hat, dass man jetzt die schwierigen Stellen sozusagen aus dem Griff kriegt. Und hier darf ich jetzt nicht so oft drüber laufen. Hier sollte ich jetzt einfach wirklich gucken, als nächsten Schritt die Folie zu verlegen und dann sauber halt natürlich auch drüber zu führen. Alternativ gibt es natürlich jetzt hier den Vorteil von der Platte, beziehungsweise von dem Produkt. René, kommst du auch mit drauf? Nehmen wir gerade mal her. Genau, ich nehme mir gerade hier so eine Rand dem Streifen nochmal weg. Wir haben ja versprochen, dass wir zeigen möchten, für was das Stück Folie, ne, das passt schon, da kommen wir schon hinter rein. Okay. Für was das Folie, Stück Folie da dran ist. Also dieser Streifen sitzt so, wie gesagt, wie schon erwähnt, ich kann mir den auch noch fixieren und hier die Folie nach unten auslegen. Genau, und hier würde jetzt praktisch meine neue Folie kommen und ich muss jetzt gucken, dass ich hier ca. 10 cm Überlappung habe. Das habe ich hier fast immer gegeben und gegebenenfalls vielleicht noch verkleben, dass wirklich kein Mörtel dahinter fließt. Aber ja, in der Regel passt das so. Ja. Und ganz wichtig ist halt hier, wenn man wirklich seinen Aufbau hat, dass man weiß, wie viel Zentimeter Estrich kriege ich hier noch. Dann plus Fließbelag nach dem Ausfugen, dann diesen Bereich hier. Die Bereiche hier, die werden dann abgerissen und abgeschnitten. So wie wir gezeigt haben, Zentimeter für Zentimeter, wo man dann schön genau einfach abreißen also kann. Nicht vorher das Abreißen, sondern immer nachher. Und das ist natürlich das Vorteil, das Produkt hat sozusagen die drei Sachen, wie gesagt, in einem kombiniert. Geht halt in dem Fall, wenn keine Brandschutzanforderungen sind. Ja. Okay, das war's von diesem Aufbau. Genau. In 14 Tagen üben geht es weiter in der andere Ecke mit einem anderen Aufbau. Genau, ein bisschen schlanker und effizienter vielleicht, ja, aber das ja, lasst ja euch bitte überraschen. Aber es geht gerade noch weiter, dass wir den Estrich noch voll in den Griff kriegen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt dürfen wir sagen, Güven, der Chat ist noch eine halbe Stunde geöffnet. Und bis in 14 Tagen. Also gut, bis dann. Tschüss. Ciao.